Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Aufnahme zum Let's Show vom Kraftwerk. Ich bin noch nicht fertig, also da braucht ihr jetzt keine Angst haben. Aber ich bin so weit, dass ich das Kraftwerk ganz gerne schon mal anschmeißen möchte. Und da ich ja versprochen hatte, euch teilhaben zu lassen, muss ich das jetzt schon machen. Ich habe also hier schon zwei Boiler gebaut. Ich habe mittlerweile auch vier Maschinen, die auch so richtig schön günstig sind. Und ich habe auch erst in zwei Rotorblätter drin. Hier in denen ist noch nichts drin. Habe ich noch keinen Stahl verbraten und ich habe auch noch nicht so viel MFSUs, wie ich gerne hätte. Aber naja, gut. Was nicht ist, kommt irgendwann noch. Also hier muss noch ein bisschen dran gebastelt werden, aber ich hätte ganz gerne schon mal Strom, weil der eine oder andere schon mal nach BC-Strom schreit und IC-Strom wird auch so langsam aber sicher benötigt, wie ich euch hier zeigen kann. Wartet. Weil Drake und Sebi haben hier im Keller schon ein bisschen rumgebaut. Hüstel. Und die brauchen da halt ein bisschen Strom. Die haben hier schon so einen Grinder hier gebastelt. Industrial-Grinder und den Blast Furnace kennt ihr ja, glaube ich, schon. Und hier haben sie auch noch irgendwas hingebastelt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist hier, genau, ein Implosion Compressor. Und dafür brauchen die halt ein bisschen mehr Strom als das, was hier diese paar Lava-Dinger generieren können. Deswegen dachte ich mir, schmeiße ich schon mal langsam aber sicher das Kraftwerk an. So, was ich schon mal gemacht habe. Das zeige ich euch am besten, wenn es jetzt mal eben hell wird. Ah, ist schon zu spät. Okay. Achso, hier komme ich ja jetzt nicht mehr durch. Huch, da ist mir gerade was umgefallen. So. Ich habe nämlich schon mal das Öl einfließen lassen. Ja. Dazu habe ich hier einfach eine Redstone-Torch dran gehangen. Dadurch wird dann halt hier der Ölhahn aufgedreht. Das Öl ist dann in die Leitung geflossen und schon mal hier in die Puffertanks reingelaufen. Das habe ich schon mal gemacht, aber mehr habe ich noch nicht gemacht. Und ich würde sagen, wir schalten das schon mal an und während er dann das erste Benzin macht, kann ich euch ja eben zeigen, was ich alles angestellt habe. Das heißt, wir machen erstmal die Zuleitung auf. Klack, sollte funktionieren. Und wieso fängt er an zu arbeiten? Ah ne, er fängt nicht an zu arbeiten. Das war ein bisschen Restenergie, die dran war. Okay. Ich habe mich schon gewundert, weil erst fehlt ja hier noch. So, jetzt müsste auch, genau, jetzt ist in dem Dings 4000 drin. Zack. Und jetzt müsste er arbeiten. Mit grün, voller Leistung. Dann soll er mal machen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob ich hier noch eine Schalter oder eine Torch dran machen muss, damit er das rausjagt. Das kann natürlich sein. Und das sieht mir fast so aus, als wenn ich dem so tun müsste. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich jetzt gerade keine Redstone-Torch dabei habe. Und ich glaube, ich habe auch keinen Redstone, ne? Nö, ich gucke mal, ob und was ich hier noch in der Kiste habe. Da habe ich auch einen Schalter zumindest. Gucken wir mal, ob der langt. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So. Dann klatschen wir den mal hier so hin. Das ist das Schöne an diesem Glasviewer. Ich habe übrigens das hier aufgegriffen, was mir in den Kommentaren geschrieben worden ist. Also habe ich hier Glasviewer reingemacht. Und Glasviewer lassen sich Blöcke draufsetzen. Das ist das Schöne dran. So, und jetzt den Schalter. Genau, und jetzt wird hier das Benzin. Naja, das verteilt sich erstmal in alle Richtungen. Aber ist ja wurscht. Aber es wird halt in den Tank geleitet. Hier ist die Tankanzeige fürs Benzin. Es füllt sich langsam. Und das Öl nimmt natürlich langsam ab. Naja, lassen wir erstmal die eine Maschine laufen. Oder sollen wir direkt zwei anmachen? Komm, hier habe ich jetzt noch keine Anzeige, aber ich mache hier die zweite auch mal an. Soll er mal mit zwei Benzin herstellen. Ich denke,
Zwei werden auch erstmal langen, weil ich auch erstmal nur einen Boiler anschmeißen werde. So, was habe ich in der Zwischenzeit getan? Ja, ich habe die Schornsteine fertig. Ich bin unten so breit geblieben. Das Schild ist übrigens, ja, das kann weg. So, ja, ich habe mich immer beschwert, dass hier so viele Creeper sind. So, weil ich den Tank so groß gelassen habe hier und das wäre mir sonst zu eng geworden, deswegen habe ich unten den Schornstein so gelassen. Bin dann halt unten relativ schnell eng geworden und dann halt nach oben hin. Ich glaube, aus der Distanz wirkt das besser. Dann mache ich euch mal mit eben ein paar Meter. Dumm, die dumm, die dumm. So. Gehen wir mal hier raus. So, und so sehen dann die Schornsteine aus der Distanz aus. Ich denke, das wirkt ganz gut. Da kommt halt noch der dritte dahin. Wobei ich auch im Überlegen bin, ob die zwei nicht langen. Muss ich mal schauen. Ich habe zwar noch einen dritten Tank da, aber schauen wir mal. Ja, also zwischendurch habe ich mal ein bisschen hübsch gebaut hier. So. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Hier hat der Drag angefangen zu bauen. Es nimmt langsam Gestalt an. Den Kranz haben wir da weggemacht, weil das hat einfach nicht ausgesehen. Das war dann zu gedrückt, weil das Gebäude da drin bis an die Kante von dem Kranz dran gegangen ist. Haben wir gesagt, dann lieber abreißen und das Gebäude einzeln stehen lassen. Das wird dann besser. Und ja, da werdet ihr dann noch sehen. Der Drag wird dann auch bald mal ein Let's Show von machen und dann seht ihr dann auch mehr davon. Gut. Ja, was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe nebenbei mal hier ein bisschen Stahl produziert. Das habe ich also viel gebraucht. Und weil auch die Frage kam, ob wir das denn da ein bisschen nachhelfen oder ob wir das alles erfarmen, müssen wir nochmal zurück. Dann gehen wir mal hier in die Mining-Welt. Zack. So. Nur damit ihr seht, dass wir hier nicht cheaten. Das ist alles erfarmt und ich denke, man kann das unter anderem diesen Quarry-Löchern ansehen. Und wir haben auch noch mehr Farmwelten, wo Quarry-Löcher sind. Dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, dass da auch wirklich gefarmt wird. wir haben auch noch ein Quarry-Loch hier in Sahara Sand. Da ist auch noch ein Quarry-Loch. Da. Ein ganz großes, maximal groß, 64. Haben wir mal leer gemacht. Da habe ich mit dem Krabby schon mal ein bisschen Sand gefarmt, weil ich so viel Sand brauchte. Und auch in meinem Redwalk-Gebilde, ist das hier? Ja. Und auch hier ist ein Krabby gelaufen. So. Also wir haben wirklich alles erfarmt. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen ercheate, ist, wenn ich ein, zwei neue Sachen ausprobiere. Um zu gucken, wie die funktionieren. Und wenn ich meine, oh ja, das kann ich so gebrauchen, dann nehme ich es wieder weg und dann baue ich mir die Sachen. Und da kommen wir gleich auch zu. Da haben wir nämlich einen neuen Mod drauf und komme ich dann gleich zu, euch das zu erklären. So, gut. Ja, hier habe ich dann das Gebäude halt hier fertig gebaut. Der Aufzug hinten ist noch nicht fertig. Dieser hier, da habe ich noch nichts dran gemacht, aber ich habe schon mit Frames gearbeitet vorne am Tor. Ansonsten, ja, ein bisschen schön gebaut habe ich. Ich habe hier mal so schöne Lämpchen dran gemacht. Hier so mit so kleinen Türmchen und ich hoffe, es ist einigermaßen hübsch geworden. Da halt die zwei Schornsteine. Hier müsste noch der dritte hin. Hier ist Creosote Oil drin. Weil ich ja, wie gesagt, hier ein bisschen Stahl produzieren musste. Weil da drin ja alles so richtig günstig ist mit Stahl, habe ich da halt das Creosote Oil mal aufgefangen, weil nämlich die Steamboiler zur Not auch damit betrieben werden können. Es kann sein, dass ich dann eventuell, um das Zeug loszuwerden, mal einen Steamboiler damit anschmeiße. Ist zwar bei weitem nicht so effizient wie Benzin, aber es geht zumindest. Ja, den Vulkan haben wir ja auch abgetragen. Da wollte Sebi nämlich demnächst jetzt anfangen zu bauen. Der müsste ja heute seine Internetleitung bekommen haben. Endlich, so dass er dann auch vernünftig spielen kann. Und da habe ich dann schon mal Platz gemacht, auch mit dem Krabby abgetragen, soweit dass es gerade eben ist. Da hinten müsste man noch ein bisschen mit der Hand abtragen. Und die Bank kann ich euch gleich auch mal genauer zeigen. Ja, so, das Gebäude ist im Prinzip soweit fertig. Ich denke, es ist ganz hübsch geworden.
finde ich zumindest. Hier vorne haben wir dann auch ein schönes Tor. Das ist damit Frames gemacht. Da drücke ich ja mal auf den Button. Dann geht das hoch. Und dann kann ich auch nochmal auf den Button klicken. Oder auf den oder auf irgendeinen. Ist egal. Dann geht das auch wieder zu. Das habe ich mit State Cells gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Hier oben ist halt die Batterie für das Ganze. Und ja, hier kommen alle Buttonsignale, laufen zusammen über diesen, über dieses Toggle Latch. Und dann gibt es hier diese State Cells. Und die geben halt ein Signal immer weiter nach einem gewissen Counter, der gelaufen ist. Ich habe jetzt 0,9 Sekunden eingestellt, damit das einigermaßen flüssig läuft. Und dann gibt er halt immer einen Impuls aus und dieser Impuls sorgt halt dafür, dass das Tor hoch oder runter fährt. Und da es hier mit einem Toggle gearbeitet ist, kann man also so oft den Button drücken, wie man will. Und er schaltet halt immer zwischen auf und zu hin und her. Kann man also nichts falsch machen. Ja, hier unten, da kommen wir dann auch noch zu. Dumm. Schauen wir aber erstmal, was unser Benzin macht. Ach, an diesen blöden Lampen bleibt man immer hängen. Schlimm. So, Benzin. Naja, also bevor der hier nicht 5% stehen hat, brauche ich, glaube ich, nicht anfangen anzuschmeißen. Weil gerade in der Anfangsphase wird der Steamboiler nämlich fressen ohne Ende. Jetzt sagten das Öl. Ach komm, schmeißen wir mal alle an. Dann geht das was schneller. So, jetzt müssten alle laufen. Ach so, er ist der Einzige, der abgeben kann im Moment. Ah, ich verstehe. Ich brauche noch mehr. Habe ich Sticks mit? Brauche noch mehr Schalter, habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich Depp. Brauche ich mich nicht wundern, dass das nicht funktioniert. So, wartet mal. Hier waren doch noch eins. Zwei, habe ich noch ein bisschen Holz hier. Das sind Panels. Da kriege ich keinen Block draus. Ah, da muss ich nochmal rüber. Sticks. Einer langt noch, ne? Ich brauche noch drei, genau. So. Ja, mal schnell zurück. Und dann müssen wir die... Ja, ich vergesse immer, dass ich da nicht mehr durchkomme. Ich bin bis vor kurzem immer noch da durchgelaufen. Aber jetzt habe ich ja hier den zweiten Monitor drin. Deswegen irritiert mich das ein bisschen. So, da kommt natürlich hier auch noch ein Schalter hin. Zack. Zack. Und zack. So. Jetzt kann alles durchlaufen. So, er hat keinen Strom mehr. So wie es aussieht. Weil ich hatte ja hier nur vorgeladene Zellen. Und solange er noch nicht produziert, ja. Dann muss ich nochmal kurz nach Hause. Das ist ja... Ich bin super vorbereitet. Ihr merkt das schon, ne? Ich komme hier gar nicht, um euch alles anzuzeigen hier, weil ich hier ständig Sachen vergesse. Aber das ist auch vielleicht ganz gut so, weil so seht ihr, dass ich das nicht vorher getestet habe und ihr seid halt, wie gesagt, live dabei bei meinem Let's Fail. So, wir haben doch noch hier einen Tesseract. Dann nehmen wir den. Der Tesseract ist hier unten mit verbunden. Mit den... Huch, was war denn hier? Mit dem Lava-Generator. Und somit dürfte da genug Strom mit rauskommen. Ich klemme den einfach mal hier an. So, und sage, vom Starthaus soll er Kraft... Vom Kraftwerk bekommt er noch keinen Strom. So, ist er richtig auf? Nein, ist er nicht. Den Wrench habe ich aber mit. So. Jetzt kann er Energie abgeben und jetzt müsste... Hier auch wieder Strom ankommen. Wunderbar. So. Gut. Okay, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, weil im Starthaus nicht so viel Strom erzeugt wird. Aber es scheint ja zu langen. Es ist grün.
So. Gut. Damit funktioniert das jetzt auch. Gut, wie ich an neues Öl komme, weiß ich nicht. Der war ja eben hier bei 60%. Ursprünglich bei 64, 4% sind halt jetzt für die Puffertanks draufgegangen. Das sind 3 Ölquellen gewesen, die ich da leer gesaugt habe. Aber Doc hat mir versprochen, dass er an Ölbienen arbeitet und die sollen mir dann meinen Öltank wieder füllen. Und so wie er sagt, sollte das auch gut funktionieren. Gut, kommen wir dann also jetzt zu diesem eigentlichen Kraftwerk. Das Benzin geht ja draußen in den Tank und wird dann anschließend hier unten wieder reingelassen. Aus dem Tank dann später und dann hier in diese Zwischenpuffer verteilt und dann halt in die jeweiligen Steamboiler. Die Steamboiler sind dann hier anschaltbar, beziehungsweise, naja, anschalten kann man sie in dem Sinne nicht, sondern hier wird einfach nur der Benzinhahn auf- oder zugedreht. Also jetzt ist er zu und wenn er auf wäre, dann würde das Benzin halt reinfließen und wenn ich will, dass das Ding wieder ausgeht, dann muss ich halt den Benzinhahn zudrehen. Dann verbrennt er halt noch den Rest und dann geht er auch irgendwann aus. Das ist so mein Gedanke gewesen. Hier die beiden Schalter sind für die Maschinen da ganz hinten für die BCR-Erzeugung. Das erkläre ich euch noch, weil man dann kann man nämlich entweder komplett ausmachen oder jeweils nur die halbe Leistung da hinten abfragen oder halt, wenn man beide umlegt, die komplette Leistung. Da erzähle ich euch dann gleich noch was zu. Gut, gehen wir dann mal runter zu den Steamboilern. Die kennt ihr ja vermutlich. Da haben wir ja das letzte Mal, habe ich ja schon angefangen zu bauen hier. Da warte ja, glaube ich, dabei. Da hatte ich ja hier die Liquid-Feuer-Dingsbums da gemacht. Davon stehen halt hier 9 und dann habe ich hier 3x3 Druckkessel mit diesen High-Pressure-Dingsbums. Und wenn das dann so connected ist wie hier, bekommt man halt einen Steamboiler. Hier kommt, entsteht dann der eigentliche Dampf und hier kommt das Benzin später rein. Hier ist ja schon das Wasser drin und hier ist halt die Aktivität und hier die Temperatur des Boilers. Ich glaube, der kann bis zu 1000 Grad heiß werden, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und je heißer der ist, umso kräftigeren Dampf erzeugt er dann. Und dann habe ich hier 3 Ableitungen gemacht. Ich habe mir sagen lassen, eventuell müsste ich noch mehr dran machen, die ich dann auch später wieder zusammenführen kann. Aber je mehr hier abgenommen wird, umso besser soll es sein. Muss ich dann noch ausprobieren. Diese 2 Leitungen, die gehen hinten wieder zusammen und gehen dann in den Dings rein, in die Turbinen. Das kann ich euch hier mal zeigen. Zack. Ja, funktioniert alles super hier. Klasse. So. Die kommen halt hier raus und werden dann hier zusammengeführt und gehen dann mittig hoch in die Turbine. Da gehen wir jetzt mal eben schnell hin. Immer diese Umwege. Es ist ja grauenhaft. So. Kommt dann hier unten raus und geht dann halt, wird auf die Turbinen aufgeteilt. Und das könnte noch zu wenig Dampf für die beiden Turbinen sein. Muss ich dann halt ausprobieren. Zur Not lasse ich erstmal nur eine laufen oder so, mal gucken. Zumal die zweite noch nicht fertig ist hier mit der Abgabe wieder. Ja, der Dampf geht dann hier rein. Dann wird das Turbinenrad angetrieben und es gibt halt einen Output. 100% wäre optimal. Und da müsste ich jetzt lügen, wie viel EU er ausgibt. Ich glaube 1000 EU pro Tick. Könnte ich nochmal eben in der... Ach nee, mag ich jetzt nicht gucken. Könnte ich eben nochmal in der Wiki nachgucken oder ihr guckt selber mal rein. Also ich weiß nicht genau, wie viel EU er ausgibt. Auf jeden Fall wird das hier dann... hier ausgegeben, einfach mit dem Kabel dran, geht dann hier in die MFSU rein, die sind hier in Reihe geschaltet, bis hierhin sind also 6 Stück, eine MFSU kann 1 Million EU laden, 1 Million ist das glaube ich, ne, 1, 2, 10 Millionen sogar,
Und das heißt, 10, 20, 30, 60 Millionen EU könnte ich hier schon mal speichern. Dann geht das hier runter in den Keller. Und im Keller habe ich dann, um den Strom zu verteilen, einen Loader hingestellt. Einen Energy Loader, der ist aus Railcraft. Und dann fährt halt immer hier ein Minecart hin und her. Und der lädt das dann halt auf. Ein MFSU-Card ist das. Und das fährt dann halt hier einmal um den großen Kreis. Und dann stehen halt überall, wie beim Dwag, beim Dock hinten, in der Bank und da, wo der Sebi bauen will, steht dann halt ein Unloader und das hält dann an und entlädt die MFSU in also das Card in eine MFSU rein und dann wird das halt ins Gebäude verteilt, je nachdem, wie die Leute es brauchen. Das ist halt jetzt ja die beste Lösung, die wir im Moment haben. Es gibt zwar, wie gesagt, noch, ich kann es euch mal zeigen, hier diesen Storage hier von Gregtech, diesen immer interdimensional Energy Storage. Der kann auch ordentlich speichern und der funktioniert halt, wie gesagt, auch. Ach, da ist gerade das Minecart vorbeigeflitzt, wie ihr gesehen habt. Ah, schon wieder durch. Wo war ich jetzt hier? So, und der kann halt auch teleportieren, wie man an der Ender-Chest sieht. Das heißt, ich könnte hier einen hinstellen und dann könnte sich der Sebi einen hinstellen und könnte dann da mit dem Kabel wieder rausgehen und das würde dann halt teleportiert werden. Allerdings kostet es. Es kostet nämlich Iridiumplatten. Es kostet 4 Adjustable Energy Storage. Das ist halt die etwas kleinere Möglichkeit davon. Und diese kostet wiederum Lapatronic Energy Orbs, die aus Lapatronics und Iridiumplatten bestehen und davon braucht man 9 Stück. Und ja, wie man Lapatron herstellt, könnt ihr euch ja denken. Also das ist schon sehr heftig. Ich glaube, wenn man davon mehrere bauen kann, dann braucht man auch keinen Strom mehr zum Verteilen. Also von daher habe ich mir gedacht, ist das erstmal die bessere Lösung. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal hin. Ja. So, hier geht ein Signalkabel durch. Das geht dann hoch an die BC-Erzeugung. Das sind die beiden Schalter, wo ich sagte, halbe und ganze Leistung. Und hier wird dann der BC-Strom hierüber geleitet in die Raffinerie wieder. Zum Teil abgegriffen und der Rest wird hier gepuffert in Energiezellen oder halt dann an den Tesseract hier, der das Kraftwerk ist, wird das dann ausgegeben. Von diesen Maschinchen hier plane ich noch eine zweite. So, und jetzt hierzu. BC-Strom erzeuge ich mit Hilfe von einer Industrial Steam Engine. Das heißt, diese nimmt Dampf auf. Und erzeugt da bis zu 8 Megajoule pro Tick raus. Also wenn die volle Leistung hat. Das heißt, der Dampf geht halt nicht nur in die Turbinen rein, sondern kommt dann hier auch raus. Das ist die dritte Leitung. Kommt dann raus und wird hier aufgesplittet und geht dann halt jeweils in die Maschinen. Ich habe das jetzt extra so sternförmig gebaut, weil ich es so am effektivsten finde. Somit und am kompaktesten. So, ich habe jetzt kranzweise gearbeitet, quasi, so wie man es vom Flugzeug her kennt, so Sternmotor. Ich habe jetzt 4 Maschinen pro Seite genommen. Das sind also 4, nee, 8, 16, 24, 36 EU pro Tick, die ich mit 4 Maschinen erstelle. Davon habe ich 6 nebeneinander gebaut. Zack, zack, zack. Das sind also. Wo waren wir? Bei 32. Das sind 64 mit 2. Mit 4 sind es 128. Und nochmal 2 sind 256. Okay, ich habe die eben vorhin sonst immer zu viel erzählt. Also 256 EU pro Tick kann einer dieser Klotze hier erzeugen, wenn das denn mit dem Dampf auch so funktioniert und alle volle Leistung haben. Und das halt zweimal. Das heißt, ich kann mit diesem Kraftwerk 512 Minecraft-Joule pro Tick erzeugen. Das ist mehr, als wir je brauchen werden, glaube ich.
Da ist das hier, macht mir dann mehr Sorgen hier mit EU, weil hier natürlich diese Hightech-Gregtech-Maschinen dran fressen werden, wie blöd. Aber ich wüsste jetzt keine Maschine, die so viel Strom davon braucht. Naja, gut. Und deswegen habe ich das so geschaltet. Ich habe hier ist ein Redstone-Signal hier hinter, ne? Das ist halt mit isoliert, mit Zinnblöcken, damit das schöner aussieht. Und ich habe dann immer zwei, die zusammen anschaltbar sind. Also entweder zwei und die zwei oder alle vier. Das heißt, ich kann dann halt halbe Last fahren oder ganze Last oder überhaupt keine Last. So kann man das dann halt ein bisschen einstellen, wie viel Strom denn gerade benötigt wird oder wie auch immer. Hiervon gibt es halt sieben Pufferzellen, die dann hier hinkommen werden. Ich habe hier extra Bodenklappen dran gemacht, damit man hier gucken kann, ob die richtig angestellt sind, ob die jetzt aufnehmen oder wenn die Maschinen ausnehmen sollten und wir müssen die entleeren, dass man die halt umschalten kann, dass die sich entleeren wieder. Oder man nimmt sie einfach mit und geht damit, was weiß ich, wohin. So. Ja, das habe ich halt bis jetzt gebaut. Und ja, so ist halt das Prinzip. Vermutlich kann man das, wie gesagt, noch optimieren. Es kann auch sein, dass wir es noch ein bisschen optimieren müssen, weil ich nicht weiß, ob ich hier wirklich genug Dampf für alles abgebe oder ob ich hier noch vor allem noch ein paar Strippen ziehen muss, um den Dampf besser zu verteilen. Das Ding wird auf jeden Fall genug Dampf erzeugen, dass das einigermaßen gut funktionieren sollte. So, jetzt weiß ich nicht, ob ihr das hier gesehen habt. Diese Anzeige hier, die gehört zu einem neuen Mod, den wir mit drauf haben. Und zwar ist das von Computercraft der OpenCC-Sensors. Ich weiß nicht, ob ihr noch Tekkit von früher kennt. Da gab es ja auch für den Computercraft diese CC-Sensors. Die können halt für Computercraft Sachen auslesen aus Buildcraft, IC2 etc. Und den gibt es halt jetzt neu. Der ist halt jetzt open. Also Open Source und da sind halt ein paar Leute am Schreiben. Und den haben wir hier mal mit draufgehauen. Und diese Platte hier ist neu, die kann noch nicht sehr viel, aber die sollen noch erweitert werden. Das ist jetzt eine Platte davon, die kann man an irgendwas dran pappen und er zeigt dann halt einem, wie denn jetzt der Zustand ist. Funktioniert im Moment nur für Strom, also sprich ab Bedbox bis MFSU zeigt er an. Oder halt, ich glaube. Was stand da? Ich glaube, für den Metafabrikator funktioniert das Ding auch noch. Und dann war es das erstmal. Deswegen habe ich den hier an die letzte MFSU geklatscht, dass man so im Vorbeilaufen mal reingucken kann. Ah, okay, so viel ist da jetzt geladen, damit man das halt so einigermaßen sehen kann. So. Und wo wir jetzt bei CC-Sensors sind, ich habe ja im Moment das Problem, dass ich hier mit diesem Nuklear-Control hier aus dem Steam-Boiler nur einen Wert auslesen kann und das ist Wasser. Also er liest nur Wasser aus. Da, mehr macht er im Moment nicht, warum auch immer, keine Ahnung. Und deswegen habe ich mal mit CC-Sensors geliebäugelt. Da wird mir aber mit Reduce noch extrem helfen müssen, weil ich bin nicht so der Computer-Freak. Aber wir haben zumindest schon mal rausgefunden. So, ich habe hier drunter jetzt schon mal einen Sensor hingestellt. Der steht jetzt unter dem Steam Boiler. Also hier ist ja der doppelte Boden, ne? Hier. Zweifacher Boden und darunter steht das Ding. Der hat jetzt hier einen Sensor drin. Das ist jetzt der Tanksensor. Und den gibt es in verschiedene Stufen. Sensor. Da sind sie alle. Und die gibt es halt in der normalen Karte, MK1, MK2, MK3 oder MK4. Und manche Sachen gibt es auch erst ab MK2 oder 3, wie zum Beispiel hier für Applied Energistics. Kann nämlich auch abgefragt, ach nee, gibt es auch in MK1, okay. Kann nämlich auch abgefragt werden. Also es kann mit CC-Sensors abgefragt werden, Inventory, also Kisten können abgefragt werden. Ja, Player, wo die sich befinden oder sonstiges. Also eine Art Bewegungssensor. Dann IC2 kann er abfragen, er kann Buildcraft abfragen, Tank, beziehungsweise unter anderem auch, könnte jetzt auch abfragen die Railcraft-Tanks.
Dann ein Weltsensor, also ob es regnet oder nicht oder ob Tag oder Nacht ist, sowas kann abgefragt werden. Dann kann abgefragt werden, ob im Umkreis des Sensors irgendwelche Items gedroppt sind. Und er kann sogar Schilder lesen. Keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Für uns ist also jetzt erstmal der Tank wichtig, deswegen habe ich den reingelegt. Und in MK2 hat er eine Reichweite von 3 Blocks. Und da unser Tank 2 Blocks da drüber ist, ist das genau die richtige Entfernung. In der normalen mit MK1 hat er nur einen Block Reichweite. So, und dann gibt es dazu ein Programm, das ist ein bisschen versteckt. Das ist der Sensor Info Viewer und da kann man dann halt auslesen. Man kann sich also hier oben auslesen, gucken, wo ist denn jetzt der Sensor. Der steht halt bei uns oben drauf, deswegen top. Und dann zeigt er alles an, was er findet. Und das sind jetzt die ganzen Fireboxen, die da stehen. Das sind ja insgesamt 9 Stück. Zum Glück fasst er die alle in, weil das ja ein Multiblock ist, zum Glück fasst er das alles zusammen. Das heißt, wir können jetzt hier auslesen. Im Slot 1, das ist bei dem Tank der Wassertank, ist die Kapazität, der hat 108.000 Liter, die er fassen kann. Oder Mini-Buckets oder was auch immer. Und der ist halt im Moment voll. Dann, was dann für ein Slot das ist halt Wasser ist da drin und steht dann hier nochmal. So, und dann gibt es noch den Slot 2. Der hat eine Größe von 864.000, das ist der Dampf-Slot. Das weiß ich jetzt zufällig, weil es hier noch nicht drin steht. Das kommt nämlich erst dann, wenn Dampf entscheidet, dann taucht dann auch drauf, was denn drin ist und dann halt auch wie viel. Und dann kann er noch das Benzin auslesen, das ist ja die 16.000. Das ist halt die 3. Was er leider noch nicht auslesen kann, das ist die Temperatur. Das ist ein bisschen schade, aber das wäre halt rein theoretisch wäre das der 4. Slot, wie denn jetzt die Temperatur davon ist. So, das kann er auslesen. Wie ich das Ganze nutzen kann, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, da werde ich dann hier mit Reduce noch ein bisschen basteln müssen. Beziehungsweise er ist ja der Computer-Freak und ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass es das gibt und was man auslesen kann und dass er so einigermaßen das auslesen kann, was ich möchte. Das ist also alles noch nicht angeschlossen. Das muss dann halt später noch gemacht werden. Da werden wir uns noch mit auseinandersetzen. Vorerst geben wir uns dann halt mit dieser Anzeige hier zufrieden, dass wir halt nur das Wasser wissen. Ja, okay, können wir hier auch mal Liquidname noch einstellen. So. Ist ja auch mit am wichtigsten, weil wenn kein Wasser drin ist, dann wird es nämlich gefährlich. Und so weiß ich wenigstens, aha, okay, Wasser ist da, dann kann nichts passieren. Aber ich hätte natürlich auch den Rest gern ausgelesen. Das kommt dann halt später in einen großen Monitor. Vielleicht mit Touchscreen, dass ich dann mit Touchscreen hier statt den Schaltern da dann irgendwie alles steuern kann. Da basteln wir uns noch irgendwas zusammen. So. Gut, dann müssten wir eigentlich mal gucken. Ich glaube, ich werde nochmal einen Schalter und eine Redstone-Torch brauchen. Was denn unser Benzin macht? 2%. Na, ob das schon lang wird. Wie gut laufen die? Ja, die laufen nur noch auf blau, weil die nicht mehr genug Saft haben. Das ist natürlich schade. Ich hätte im Moment schon ganz gerne noch mehr Benzin. Ich glaube, ich hole... Wir haben ja vorne hier noch Energy-Zellen. Ich glaube, die sind noch relativ voll. Dann hänge ich die dann nochmal dran. Dass er da nochmal Strom abgibt. So, die brauche ich ja eigentlich nur hier umschalten. Die hängen ja am Kreislauf dran. Dann müsste da noch mal richtig Dampf ankommen. Und das hier noch mal einen Tick schneller laufen. So, ja, jetzt haben sie noch mal richtig Power hier. Jetzt kommt da noch mal ein bisschen Strom an. Gut. So. Dann könnten wir eigentlich langsam mal dem Benzinhahn aufmachen. Oh, draußen ist schon wieder dunkel. Dass wir den ersten Boiler vielleicht mal anschmeißen. Das wäre doch schon mal eine nette Idee. Dafür werde ich dann hier nochmal einen Schalter oder einen Redstone-Torch, ist glaube ich am besten. Dann muss ich nochmal ganz schnell rüber. Ein Stick. Ach, den haben wir noch. Dann holen wir uns einen Redstone. Zack. Das Ganze mal so rum. So, eine Redstone-Torch.
Dann flitzen wir wieder rüber. Und Schnee, gehen erstmal schlafen. Ach ja, okay, ist schon wieder hell. Mann, die Zeit vergeht. So. Gut, das Benzin kommt an. Fließt fleißig rein. Ja, okay, schmeißen wir einfach mal an. Oh, muss ich noch einstellen, sehe ich gerade. Hier auf Ausgang. Zack. Und, Mist, hier habe ich jetzt gar keine... Ah, das andere mal. Muss ich hier mal eben zwei Blöcke hinbauen. Oder einen. So, dann kommt hier mal die Redstone Torch dran. So, eben gucken, ob alles richtig fließt. Dahin, okay. Das scheint zu funktionieren. Ja, wie gesagt, ich habe alles noch nicht getestet. Also ihr seid jetzt mit mir live am Testen. Ihr seid dann hinterher schuld, wenn es nicht funktioniert. So, gut. Schön, ne? Ich bin nett, dass ich dann einfach so die Schuld weiterreiche. So kann ich sein. Gut. Wasser ist auf. Dann würde ich sagen, schmeißen wir mal an. Der Puffertank dürfte jetzt auch voll sein. Dann machen wir mal den Hahn auf. Und dann gucken wir. Fließt ein. Okay, er fängt an zu brennen. So, und wer schon mal mit dem Steamboiler gearbeitet hat, der weiß, das dauert jetzt. Es dauert nämlich jetzt eine ganze Weile, bis der so viel Hitze entwickelt, dass da Dampf entsteht. Fueltank ist voll, Wassertank ist voll, hier verbrennt er. So, Dampf ist natürlich noch nicht da. Hitze ist erst bei 25%, das dauert jetzt eine ganze Weile. Ich glaube, den ersten Dampf macht er ab über 100 Grad, 110 oder so, fängt er an, den ersten Dampf zu machen. Und so lange müssen wir halt jetzt warten. Er wird jetzt am Anfang sehr viel Fuel verbrennen. Aber wenn das Ding erstmal auf Temperatur ist, verbrennt er nur noch minimal Fuel. Ist also dann sehr sparsam, bloß das Aufheizen verbraucht halt sehr viel Energie. Ja, gut, dann werden wir da ein bisschen warten müssen. Das kann jetzt bis zu einer Stunde dauern. Ich glaube, so lange sollte ich jetzt nicht live dabei bleiben. Dann machen wir das so. Habe ich noch was zu erzählen jetzt auf die Schnelle? So, die Turbine wird ja da angezeigt. Das ist da. Und das ist hier der Energy Storage. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher genau das ist. Ich glaube, auch der letzte. Müsste die letzte MFSU hier sein. Und ja, müssen wir halt jetzt warten, bis der Dampf entsteht. Aber bis hierhin scheint ja alles ganz gut zu funktionieren. Bin ich ja richtig begeistert, dass ich das so hingekriegt habe. Das ist ja schon ein Wunder. So, da oben auch wieder das Kontrolllämpchen, dass das auf ist. Den lassen wir noch aus. Der hat eh noch nichts, wo er Dampf hier betreiben kann. Arbeiten wir erstmal mit einem. Ja, ja, jetzt habe ich natürlich keine Anzeige, um zu gucken, wie die Temperatur ist. Aber na gut. Müssen wir durch. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann gleich wieder, sobald hier der erste Dampf rauskommt und dann schauen wir, was passiert. Bis dahin mache ich dann einen Cut und wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Es ist jetzt etwa eine Viertelstunde vergangen und er ist jetzt knapp über 100 Grad und er fängt schon an, den ersten Dampf zu erzeugen. Das heißt, das läuft schon jetzt so langsam. Da müssen wir mal eben gucken, was er daraus macht. Ich musste mir übrigens noch mal gerade eben eine Energy-Zelle noch mal holen aus dem Haupthaus, weil er schon das ganze Benzin hier wieder leer gesaugt hat, also die Produktion hier. Im Moment läuft wieder alles und mittlerweile war auch das ganze Benzin komplett auf Null. Es füllt sich aber jetzt wieder, weil, ja klar, da musste erstmal aus dem Tank in die ganzen Leitungen laufen und jetzt staut sich das zurück und dadurch füllt sich das wieder. Und wenn der Boiler nachher richtig läuft, dann können wir auch mindestens zwei ausschalten und dann sollte sich das immer noch füllen, weil er dann ja nicht mehr so viel verbraucht. Gut, das heißt, der erste Dampf ist da, da sehen wir ihn in der Leitung
Und ja, die Turbine 1 hat jetzt schon 6% Dampf drin, 8% Dampf. Das ist diese Turbine dort. Ich weiß gar nicht, ob die andere jetzt Dampf verbraucht, auch wenn, ach doch, die gibt Output, weil hier ja zwei MFSUs dran sind, genau. Das heißt, es laufen im Moment zwei Turbinen und ja, die machen jetzt 25% laufen die, weil halt der Dampf noch nicht bei 100% ist. Wahrscheinlich verbrauchen die, es schwankt auch immer, ne, zwischen 2 und 8. Da muss ich mal gucken, entweder ist generell noch nicht genug Dampf da, weil der Kessel noch nicht heiß genug ist, oder aber es liegt daran, dass das zu wenig Ausgänge sind für zwei Turbinen. Das müsste ich dann mit der Zeit nochmal ausprobieren. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, das müsste rein theoretisch hier die letzte MFSU sein. Die müsste sich ja dann auch langsam füllen. Oder ich habe da irgendwas falsch gemacht. Das läuft durch. Ach, das geht hier gar nicht weiter. Ach ja, klar, weil das da nicht rumgeht. Sekunde im Telefon. So, da bin ich wieder. Ja, da habe ich natürlich einen Fail gemacht. Da müsste ja noch ein Kabelchen dran. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier noch eins habe. Nein, da müssen wir nochmal rüber. Dann brauche ich noch zwei Kabel. Kabel müssen wir eben zwei herstellen. Ja, sechs tun es auch. So. Zack. Das muss natürlich umgelenkt werden, weil sonst macht das wenig Sinn. Zack, zack. So, dann wird das hier umgeleitet. Dann müsste sich diese entladen. Dann müsste das hier durchgehen und müsste in dieser ankommen. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Und dann wird nämlich auch diese Anzeige nachher steigen. Na, das dauert noch ein bisschen. Weil das natürlich auch direkt runter geht in den Loader. Der lädt sich natürlich auch erstmal. Und ja, Steam ist halt... Was? Ach, ich dachte schon, das Wasser geht runter. Dass ich wohl schon gerade in Panik verfallen. So. Gut, der Dampf, das funktioniert. Hier, ja, ist ein bisschen flach, ein bisschen wenig. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, ich gehe mal runter, guck mal, wie voll der Loader ist. Der müsste sich ja auch füllen. Der hat sich schon gefüllt, okay. Der wird sich halt immer wieder leeren, sobald das Minecart vorbeikommt, weil das wird sich ja dann füllen. Das müsste ja dann gleich auch da stehen bleiben, bis es voll ist. So, obwohl ich nicht weiß, es kann auch sein, dass ich ihn falsch eingestellt habe. So. Ah, das ist halt nicht sehr viel, was hier rauskommt. 0%. Habe ich noch Liquiducts? Ja, ich habe noch Liquiducts. Dann versuchen wir mal schnell was, ob wir das auf die Schnelle... So, der dritte geht ja hier generell durch, der bleibt ja hier gar nicht dran hängen. Der geht ja direkt hinten rein. Hier in die BC-Erzeugung. Da müsste jetzt auch genug Dampf sein. Ne, natürlich erst, wenn man es anmacht. Und da dieser mit Sicherheit wahrscheinlich jetzt auch schon leer ist, werden wir das auch mal anschmeißen. Schmeißen wir erstmal die halbe Last an. Dam, da, dam, gucken, ob das dann funktioniert. Machen wir erstmal eine Reihe an. Zack. Und dann müssten jetzt 12 Maschinen anfangen. Ah, die hier, okay. So, und dann sehen wir, dass der Dampf reinkommt. Aber hier hinten... Naja, mal gucken, wie sehr sich das füllt. Es kann nämlich eher sein, dass die eine Leitung für die ganzen Maschinen dann auch wieder zu wenig ist. Dass ich da auch nochmal... nacharbeiten muss.
Sieht mir fast so aus. Die machen nämlich im Moment nur 1,3 Minecraft Joule. Da werde ich also noch ein bisschen Feintuning vornehmen müssen. Versuchen wir es jetzt mal auf Anhieb, indem wir einfach mal, weil es hieß wohl, man kann das dann wieder zusammenführen, indem wir da einfach mal ein bisschen erhöhen. Das heißt, wir werden hier mal ein paar Liquiducts anschließen. Wir klatschen da einfach mal hier noch welche dran. Zack und zack. Verbinden die dann. So, so. Wenn man das dann halt zusammenführen kann, ist das ja egal. Dann müsste hier schon mal mehr Dampf rauskommen. Das können wir dann auch noch hier machen mit da. So. Und hier erhöhen wir einfach auch mal den Dampf, indem wir da mal ein paar Liquidukts noch dran machen. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. So. So, das heißt, wir haben jetzt hier drei Ausgänge, müsste sich also verdreifachen rein theoretisch. Und hier haben wir jetzt vier Ausgänge mehr. Das heißt, die müssten jetzt mindestens auf 50% laufen. Schauen wir mal, ob das wirklich was so bringt. Oder ob ich da wirklich komplett einzelne Leitungen ziehen muss. 8, 4, es fällt zumindest nicht mehr auf 2 runter. Hier ist die MFSO, die ist bei 1%. Das müsste dann mit hier übereinstimmen. Ja, 1%, das stimmt. Und hier, ja, hier sind wir jetzt bei 50%. Das heißt, wir haben schon mal verdoppelt. Dann müsste hier auch 50% sein. Die Frage ist jetzt, wenn diese beiden MFSUs voll sind, weil die ja keinen Abgang haben, ob er den restlichen Dampf dann für diesen nimmt und der dann auf 100% hochfährt. Das würde mich mal interessieren. Und hier müsste jetzt rein theoretisch auch mehr Dampf sein. Ja, die machen jetzt, naja, viel mehr Dampf ist es nicht, aber auf jeden Fall machen die 4 Minecraft Joule. Das heißt, von der Masse ist es nicht. Es kommt jetzt genauso viel Dampf rein, wie er auch verbraucht, so wie es aussieht. Er macht 4, aber die können ja 8 Minecraft Joule machen. Das heißt, da fehlt noch Dampf. Da muss ich also wirklich noch optimieren. Das heißt, wenn jetzt jeder hier 4 macht, dann sind das 4, 8, 12, 16... 20, 24 sind 48 Minecraft Joule, die er jetzt produzieren müsste. Dann können wir hier ja schon mal auf Laden wieder stellen. Zack, 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 zack. Die müsste er dann nebenbei aufladen. Naja, da wird sich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht viel tun, weil das meiste ja vermutlich verbraucht wird. Da muss ich auf jeden Fall nochmal Feintuning machen. Man lernt ja nie aus. Ich lerne ja auch noch. Bin ja noch ein Lehrling. So, auf jeden Fall scheint das für hier zu lang. Ja, okay, wird jetzt noch unterstützt mit dem Tesseract von drüben. Diese... Na, er verbraucht noch. Er verbraucht noch mehr, als er lädt. Hier genauso. Vielleicht können wir ja 2 ausstellen. Ich weiß jetzt nicht, ups, was unser Benzinvorrat macht. Er steigt auch. Ja. Dann machen wir mal die Zuleitung war das. Machen wir die schon mal dicht. Und die auch. Und lassen den Rest nochmal wegproduzieren. Dann gucken wir mal, ob es 2 langt, dass er zumindest Benzin erstmal halten kann. Das weiß ich allerdings nicht, wie heiß der Boiler schon ist hier. Oder ob sich das noch steigert, je heißer er wird. Da bin ich jetzt auch überfragt. So, wie sieht es da aus? 210 Grad. Dampf ist auch noch nicht ganz voll. Das heißt, er ist noch in der Off,
Heizphase. Das merkt man, dass er noch relativ viel Benzin verbrät. Ah, ich bin mal gespannt. So, das war hier Icy. Da können wir ja noch mehr dranhauen. Wir können ja hier noch... Komm, machen wir hier noch einen dahin. So. Zack. Zack. So. Dann nimmt der da noch mit rein. Dann machen wir hier noch einen nach da. Zack. Zack. Oh, jetzt geht er komplett rüber. Okay, dann macht er halt beide. Ist mir jetzt auch egal. Machen wir hier noch einen. Machen wir da noch dran. Ja. Muss ich mal gucken, wie ich das noch optimieren kann. Das, aber es läuft. Es läuft. Irgendwie läuft es. Noch nicht optimal. Das kann man wahrscheinlich noch verbessern. Dampf ist jetzt auch noch nicht optimal. Der ist schon mit 4% gefüllt. Es ist schon wieder Nacht. Ich lege mich mal ganz kurz hin. Oh, das wird aber eine lange Folge heute. Meine Güte. Aber wie gesagt, ihr seid live dabei, wenn es hier losgeht. Naja, mehr als 50% sind es jetzt auch nicht. Ich möchte mir überlegen, ob ich den hier erstmal abkapsel, damit da mal ein bisschen mehr Saft kommt. Das mache ich, glaube ich, auch mal. Zack, nehmen wir hier einen weg. Dann kann der erstmal hier runterfahren. So. Hier tut sich dann erstmal nichts mehr. Ist mir im Moment auch noch egal. Aber der müsste jetzt rein theoretisch... Müsste der doch jetzt mehr als 50% Output machen. Ja, das kommt wahrscheinlich, weil ich hier gekoppelt habe. Mal schauen, wie viel kommt denn hinten jetzt raus? Ja, es ist schon mal mehr. Er ist schon mal bei 6 Minecraft Joule. Also optimal ist es noch nicht. Aber hier füllt es sich. Das füllt sich auch. Sie laden zumindest. Dann lasse ich hier auch erstmal die halbe Leistung laufen. Obwohl, ich bin mal neugierig. Was passiert, wenn ich jetzt komplett da aufdrehe? Dann müsste sich ja Dampf ja wieder verteilen. Und das heißt, es müsste dann generell wieder weniger werden. So dass es im Endeffekt wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Ob halbe oder ganze Last. So, die müssen natürlich jetzt erstmal anlaufen. Das dauert. So. Ja, der ist natürlich, die sind natürlich direkt runtergegangen, klar, weil hier jetzt Dampf verbraucht wird. Die sind jetzt bei 3. Die sind bei 3. Es war vorher bei 6, fast 7. Ja, ist also die Hälfte. Da tut sich also nichts, außer dass jetzt mehr Maschinen laufen. Ja, da werde ich den Dampf noch besser verteilen müssen generell. Und der kommt auch nicht über 50%. Aber er lädt die MFSU. Ja, gut, das wird dann halt noch eine Weile laufen. Er ist aber auch noch nicht ganz aufgeheizt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, auf wie viel Grad er genau hochheizt. Aber jetzt wirklich bis 1000 Grad geht oder 500 oder keine Ahnung. Zur Not könnte ich ja auch noch die Kessel größer machen. Ich kann ja noch eine Lage drauf machen. Das wäre dann das Maximale. Dann hätte er auch wieder ein bisschen mehr Kraft und Leistung, die er fabrizieren kann. Ich schätze mal doch, bis 1000 Grad wird der gehen. Aber das dauert halt noch. Das dauert noch. Und dann wird sich auch erst richtig zeigen, wenn der wirklich volle Last hat,
wie sich das verhält mit dem Dampf. Ich nehme an, dass der Dampf noch nicht heiß genug ist, um wirklich die volle Leistung zu bringen. Und dass deswegen nicht über 50% kommt. Aber das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen. Gut, also das läuft, das läuft, das füllt sich. Hier ist alles safe. Jetzt will ich noch eben gucken, ob er noch genug Benzin produziert. 4, 5, 6. Wie viel hat er hier noch zu verarbeiten? Ja, noch läuft er mit 4 Maschinen. Obwohl, die kann ich schon mal ausmachen. Da ist so gut wie nichts mehr drin. So. Die müssten dann jetzt langsam aber sicher ausgehen. Genau. Da tut sich nichts mehr. Da tut sich nichts mehr. Die laufen natürlich weiter. So, dann kann ich hier auch zumachen und da auch zumachen. Wobei das, glaube ich, keinen Unterschied macht. So. Und jetzt ist halt die Frage, ob der noch weiter füllt. Im Moment noch. Das muss ich halt auch noch im Auge behalten, ob da die zwei Raffinerien erstmal lang. Weil ich möchte nämlich erstmal nicht zu viel Strom. Wenn hier hinten alles läuft und alles voll ist, dann kann ich gerne nochmal die Raffinerien volle Pulle anschmeißen. Aber ich möchte erstmal ein bisschen Strom überhaupt speichern und aufbauen. Und schauen wir mal. Also hier muss noch mehr Dampf rein. Wie gesagt, ich werde das noch beobachten. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefreut. Und ja, bis jetzt läuft es ja einigermaßen und es ist nichts Schlimmeres passiert. Haha, zum Glück. Und ja, ich baue dann halt gemütlich ein bisschen weiter. Ich habe ja hier auch, seht ihr ja alles, was ich so gebaut habe. Und dann melde ich mich wieder. Dann zeige ich auch von dem anderen noch was, was die anderen so gebaut haben. Und dann, ja, versuche ich zu optimieren und das Beste rauszuholen. Und ich zeige euch dann, was daraus geworden ist. Bis dahin, tschüss, euer Protoss.